Ja, mein Name ist Stefan Hecht, ich bin von Hause aus Chemiker und Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zusammen mit ein paar engagierten Kollegen haben wir hier jetzt das Center for the Science of Materials of Berlin aus der Taufe gehoben und in diesem Gebäude befinden wir uns ja hier auch. Ja, Materialien sind der Treiber für jegliche Innovation, neue Technologien in unserer Gesellschaft und zusammen haben wir erkannt, dass Materialforschung, wie wir sie konventionell betreiben, verändert werden muss. Wir stellen Materialien her, die als Katalysatoren agieren, um grünes Methanol herzustellen. Mein Name ist Marek Chicinski, ich bin Chemiker und habe hier auch an der Humboldt-Universität Chemie studiert und auch hier in Adlershof am Leibniz-Institut für Katalyse promoviert. Der Kern der Technologie ist die Umsetzung von Synthesegas zum Methanol mit Hilfe eines Katalysators, den wir hier am Materialforschungsinstitut herstellen. Das Ziel ist es, diesen Katalysator besonders günstig herzustellen, möglichst ressourceneffizient das herzustellen, damit wir eben im Gesamtprozess niedrige Produktionskosten bei der Herstellung von grünem Methanol haben. Wenn man es schafft, Methanol grün zu machen, dann kann man sofort auf bestehende Technologien und Infrastruktur zurückgreifen, um dann eben halt eine nachhaltige Gesellschaft sozusagen aufzubauen. Ich bin Feray Ünlü, ich bin Postdoktorandin am Helmholtz-Zentrum Berlin. Ich arbeite hier im Materialforschungszentrum an Lösungsprozessierung von Perovskit-Solarzellen. Das heißt, ich schaue mir die Prozessierung an, ich versuche die Lösungschemie zu verstehen und ich versuche grünere Tinten zu designen fürs Drucken oder Slot-Dye-Coating. Wir haben uns halt auch als eine weitere Aufgabe gemacht, unsere Forschung der Gesellschaft zu zeigen. Das heißt, unsere Forschung zu öffnen im Rahmen von Open Science oder Outreach Activities. Und dieser Raum, also dieses Materialforschungszentrum, ist auch offen für Studierende, aber auch für Schüler. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben ein Perovskit-Solarzelle für Schüler entwickelt. Das heißt, wir brauchen einfach ein Glassubstrat, wir brauchen eine Tinte, dann brauchen wir noch eine Tinte und dann können wir es ganz einfach. Wir haben Rotationsbeschichtung genommen mit einem PC-Lüfter und das war dann sehr einfach für sehr junge Schüler und Schülerinnen, das umzusetzen. Das heißt, sie konnten ganz einfach in einem Labor innerhalb von 90 Minuten eine Solarzelle bauen. Hier im CSMB beschäftigen wir uns, meine Arbeitsgruppe, mit der Xolographie, einer innovativen neuen 3D-Druck-Methode, bei der es darum geht, individuelle Teile aus verschiedensten Materialien zu fertigen. Das Innovative am CSMB ist wirklich die Kombination der Disziplinen und dass wir jenseits der Naturwissenschaften auch die Kulturwissenschaften, das Design, die Nachhaltigkeit von vornherein mitdenken. Und Nachhaltigkeit heißt für uns nicht nur die Nachhaltigkeit des Produktes, sondern vor allen Dingen auch der Transfer in Technologien, in Ausgründungen, aber auch in junge Köpfe, in den Nachwuchs, in all diesen Bereichen probieren wir neue Akzente zu setzen.